Die kompakte Größe dieses Wohnwagens kann zunächst irritierend wirken. Aber keine Sorge, dieses Fahrzeug hat es wirklich in sich. Es ermöglicht den sicheren Transport von Habseligkeiten und Sportgeräten und bietet gleichzeitig einen komfortablen Schlafplatz für bis zu 4 Personen. Das Geheimnis der beeindruckenden Funktionalität ist einfach: der clevere Klapprahmen. Damit kann man Gegenstände sowohl drinnen als auch draußen aufbewahren. Auch sperrige Dinger wie Fahrräder, Kajaks, Surfbretter oder Quads können problemlos untergebracht werden. Beim Camping lässt sich der Anhänger schnell und einfach in ein vollwertiges Zelt verwandeln. Dieses schützt übrigens nicht nur vor schlechtem Wetter, sondern auch davor, auf dem kalten Boden schlafen zu müssen. Der Preis beginnt bei 10.000 Euro. Kaum zu glauben, aber diese in 64 cm hohe und 120 cm lange Box passt tatsächlich eine komplette Küche. Diese Campingoption eines polnischen Herstellers hat einen 10 Liter Wassertank, eine Spüle, einen Herd mit 2 Kochplatten, einen Kühlschrank, einen Trockner und Regale für das Geschirr. Fast wie zu Hause. Und das Erstaunliche ist, dass die Küche an der Anhängerkupplung des Autos befestigt wird und unterwegs fast keinen Platz wegnimmt. Vor einigen Jahren haben Experten eines israelischen Unternehmens den Rhino-Wolf entwickelt und behaupten, dies sei die bequemste Art, sich in der Natur zu entspannen. Es handelt sich um ein revolutionäres Set, das ein Zelt, einen Schlafsack und eine Luftmatratze enthält. Sie alle passen in eine kleine Tasche. Diese wiegt unter 3 Kilogramm, sodass man sie beim Wandern einfach an den Rucksack schnallen kann. Der letzte Vorteil ist die einzigartige Konstruktion, die es ermöglicht, mehrere Zelte zu einem Zelt zu verbinden. Die Kosten dafür betragen 310 Euro. Um in der Natur köstliche Mahlzeiten zuzubereiten, braucht ihr weder ein Lagerfeuer noch einen großen und praktischen Kocher. Dieses Set für ein ganz neues Kocherlebnis besteht aus einem Stativ, einem zylinderbetriebenen Brenner und einer runden gusseisernen Platte. Diese Platte ist antihaft beschichtet und leicht zu reinigen. Falls gewünscht, kann sie durch einen Kessel oder ein anderes Utensil ersetzt werden. Ein weiterer Vorteil: das Set enthält Ketten, an denen man das Geschirr aufhängen kann. Dies ist nützlich, wenn man auf einem Lagerfeuer Essen zubereiten möchte. Der Preis beträgt 440 Euro. Bevor sie ihr endgültiges Produkt auf den Markt brachten, haben die französischen Gadget ist wahrscheinlich einer der kleinsten Campingkocher der Welt.
Zusammengebaut misst er 16 cm in der Höhe und 12 cm in der Dicke. Er ist groß genug, um Wasser zu kochen und sogar ein einfaches Abendessen zuzubereiten. Beheizt wird es mit Brennholz, sodass man sich keine Gedanken über Stromquellen machen muss, wenn man fernab der Zivilisation unterwegs ist. Der Kocher ist natürlich tragbar, das heißt, er lässt sich leicht zusammenklappen und nimmt noch weniger Platz ein, wenn er nicht gebraucht wird. Nur der Verkaufspreis, rund 100 Euro, ist etwas enttäuschend. In den 1990er Jahren hatte ein niederländischer Künstler eine originelle Idee, dass Zelte nicht nur auf dem Boden aufgestellt werden können, sondern auch an großen Bäumen befestigt werden können. Ein paar Jahrzehnte später entstand aus diesem Gedanken eine ganze Bewegung. Heute ist dieses Öko-Hotel, das nur aus Zelten besteht, für jedermann zugänglich. Dazu muss man in die Vororte der belgischen Stadt Borloon reisen. Die Zelte sind nicht tragbar, sondern bestehen aus einem starren Metallrahmen, auf den das Zelt aufgespannt wird. Der Innenraum ist geräumig genug, um mehrere Personen zu beherbergen. Es gibt einen Fußboden, ein Fenster und eine Bank, die als Tisch oder Bett fungieren kann. Eine Nacht in diesem ungewöhnlichen und temporären Baumhaus kostet rund 70 Euro. Wenn ihr bei einem Ausflug ins Grüne keine Lust habt, auf dem Boden zu schlafen, solltet ihr euch die folgende Erfindung ansehen. Dies ist ein tragbares Bett, das als Sofa oder Etagenbett dienen kann. Die Montage kann von einer Person ohne Spezialwerkzeuge durchgeführt werden. Dabei hilft eine patentierte Klickscheibe, die für die Verbindungen der Teile sorgt. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass es im hinteren Bereich keinen Querbalken gibt. Das schützt den Körper und sorgt für einen gesunden Rücken. Zusammengelegt passt das Bett in eine kleine Tasche. Der Preis beginnt ab 385 Euro. Moderne Campingpumpen werden immer kleiner, doch diese hier hat den Rekord gebrochen. Diese Version wiegt nur 160 Gramm und hat ein so winziges Gehäuse, dass sie problemlos in eine Hosentasche passt. Gleichzeitig ist das eine leistungsstarke Pumpe, die bis zu 300 Liter Luft pro Minute ausblasen kann. Das ist genug, um zum Beispiel ein Spielzeug oder ein Boot aufzublasen. Ein netter Zusatz ist die tragbare Lampe oder ein Akku zum Aufladen von Geräten. Der Preis beginnt bei 35 Euro. Diese Entwicklung aus Harvard hat nichts mit Camping zu tun. Sie soll Schutzräume für Menschen in schwierigen Lebenssituationen schaffen. Künftig könnte diese Technologie jedoch durchaus die Grundlage für innovative Zelte bilden. Das Funktionsprinzip ähnelt dem des Origami. Die Struktur lässt sich leicht falten. Im entfalteten Zustand ist sie sehr starr und stabil. Schluss mit Faulenzen, es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.